Ich grüße Sie nochmals, liebe Zuschauer. Da sind wir nochmal online hier kurz nach der Mittagszeit, 13:25, 8.7. Und wir wollen den Blick auf den DAX werfen, der sich hier jetzt doch über das kurzfristig etablierte Widerstandslevel hier vom Morgen 10.755, 10.760 Punkten erhebt. Und darum wollen wir uns jetzt mal den DAX schnell anschauen, welche Optionen jetzt hierbei noch bleiben. Wir sehen aufgrund des Ausbruchs hier durchaus weitere Ambitionen gen Norden, die sich hier ja erschließen könnten. Und insofern gilt es mal darauf aufzupassen, was der DAX jetzt macht. Rein technisch wäre Potenzial bis knapp über 10.850 Punkte denkbar. Also im Sinne der laufenden Erholung durchaus hier nochmal ein Impuls, der sich hier als nochmaliger Test dieser Widerstandslinie, dieser Abwärtstrendlinie hier herausstellen könnte. Und das wäre hier speziell das Preislevel um 10.880 Punkten. Das ist jetzt hier kurzfristig gesehen ein mögliches Erholungszielevel. Der DAX also hier nicht direkt mit weiterer Schwäche, dieser kurzfristige zugegebenermaßen sehr, ja, aufgrund der Indikationen sehr virtuelle Abwärtstrend ist durchbrochen worden. Und wenn der DAX jetzt hier eben sich über 10.755 Punkten etablieren kann und danach sieht es gegenwärtig aus, könnte es hier durchaus weitere Impulse geben. Wir haben am Abend hier nochmal das Protokoll der US-amerikanischen Notenbank, 20 Uhr. Das könnte im außerbörslichen Geschäft wieder für Furore sorgen. Ansonsten wäre hier temporär eine weitere Erholung durchaus denkbar. Ob die natürlich hier bis 10.880 Punkte etwa führt, das sei jetzt mal dahingestellt, denn der DAX kann natürlich auch hier jetzt im Vorfeld schon, wenn es hier nicht gelingt, sich nachhaltig zu etablieren, wieder nach unten abkippen. Und ich bleibe grundsätzlich weiter dabei, dass hier Abwärtsrisiken bestehen. Allerdings fällt auch auf, dass wir hier immer wieder eine Nachfrage haben. Deswegen können wir auch hier jetzt kurz einen kleinen Unterstützungsbereich einzeichnen, der sich jetzt hier eben im Bereich von 10.710 Punkten etwa kennzeichnet. Denn genau dieses Niveau ist es, wo der Markt hier 10.710 Punkten, wo der Markt hier praktisch immer wieder auf Kaufinteresse stieß. Das ist interessant, im Zuge dessen, dass wenn es hier immer wieder Stützungskäufe gibt, dann ist da eine Annahme zu erwarten oder besser gesagt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Markt hier auch bei einem nochmaligen Rücksetzer hier aufgefangen werden kann. Falls nicht, dann droht definitiv der weitere Abverkauf. Also 10.710 sind ein Level auf der Südseite und hier oben haben wir eben 10.880 rund als mögliches maximales Ziellevel, wenn es zu einer Erholung kommt. Und das wäre dann praktisch auch hier eine Paradeleistung für den Preis, wenn er bis dorthin ansteigt. Ansonsten zwischendurch, also zwischen 10.780, sage ich mal, und 10.880 Punkten ist eigentlich hier so ein Stück Nirvana. Das heißt, da kann der DAX natürlich hier wild hin und her oszillieren, ohne wirklich ein klares Signal zu liefern. Aber kurzfristig kann es durchaus noch ein Stück höher gehen. Wenn jetzt hier das Level von 10.755 wieder unterboten wird, dann achtet man auf 10.710, denn da dürfte es dann eben spannend werden, ob der DAX hier wirklich sich halten kann. Schauen wir kurz nochmal auf den DAX hier in der MetaTrader-Indikation, hier 24-Stunden-Indikation. Heute Morgen auch schon gesagt, das Vortagestief. Hier kann es interessant werden und tatsächlich, der DAX hat sich hier stabilisiert. Das war jetzt nicht unbedingt das präferierte Szenario, aber interessant ist, dass der DAX sich hier am Vortagestief hat fangen können. Also achten Sie auch immer darauf, wo sind denn die Tiefs der Vortage, beziehungsweise hier haben wir das Vorwochentief, das spielt jetzt weniger eine Rolle, ist aber durchaus auch immer einen Blick wert. Letztlich hier Vortagestief hat gehalten und jetzt sehen wir den Vorlauf oder Rücklauf nach hier oben. Aktuell hier am Vormonatstief. Das ist ein Level sicherlich nicht im Intraday-Bereich jetzt von großem Interesse, aber das Level von rund 10.800 Punkten ist auch eine Hausmarke und unterhalb eben des heutigen Pivot-Levels, Pivot-Punktes, muss man jetzt mal sehen, was der DAX jetzt hier noch weiter treiben kann. Also grundsätzlich wären Möglichkeiten in Richtung 10.800 Punkte noch gegeben, aber das wäre dann hier oben auch schon das Höchste der Gefühle, wenngleich die ATR-Range, die Average True Range, hier in Richtung Vortageshoch sogar blasen könnten. Nur das wäre eine sehr, sehr starke, sehr, sehr dynamische Bewegung, die ich jetzt so praktisch noch nicht sehe beim DAX. Aber man muss sich eben hier den Markt anpassen und mal schauen, was da die Zukunft noch bringt. Hier im Xetra DAX. Auch Vortagestief hat sehr schön gehalten. Wir ziehen jetzt nach oben. Hier ist auch das Vormonatstief noch zu sehen. Und hier sind wir eben auch in der Situation, dass wir von der Daily Range her noch sehr, sehr viel Platz haben. Auch hier könnte es zu Preisen oberhalb von 10.900 Punkten noch kommen. Andererseits, wenn wir eben jetzt hier das Level von 10.750, 10.760 unterschreiten, dann wäre es sicherlich sowohl im Xetra DAX als auch hier im
JFD DAX, so dass dann hier durchaus wieder das Vortagestief ins Interesse rücken dürfte. Und wenn wir da eben drunter durchsacken, dann ist der Markt sicherlich hier wieder ganz klar shorty zu sehen. Das bleibt definitiv so. Aber aktuell scheint sich der DUX, sage ich schon, der DAX hier weiter aufzurappeln. Und insofern wird es mal spannend, was da heute noch passiert. Die Zone möchte ich hier nochmal hervorheben in Form von 10.710 Punkten roundabout, die hier dann doch eben als Nachfragebereich ihren Zweck bislang erfüllte. Sehr, sehr interessant. Sie sehen hier die Veilchen, mit denen arbeite ich jetzt am besten zukünftig häufiger, um hier praktisch spezielle Marken noch genauer in ihr Chartbild zu rücken. So dann, liebe Zuschauer, wollen wir mal sehen, was am Nachmittag noch passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wir schalten uns nochmal auf zum US-Handel, wenn der denn dann gestartet ist. Ansonsten gibt es nachher eh noch das Devisenradar-Webinar. Da geht es natürlich wieder rund um Devisen, aber dazu später mehr. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Handelstag und bis bald, Ihr Christian Kemmerer. Tschüss.